So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Sergeant Power hier am Start, ja Freunde, Freunde des guten Geschmacks. FIFA 18 Retro Food Way to a Road to 1 million Coins. Video Nummer 22 mittlerweile, ja Freunde. Und ja, bevor wir loslegen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. So wie immer. Und wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, Freunde. Rewards Time, Montag früh. Schön. Gut. Montag früh ist um 8. Ja, genau so machen wir das. Ich mache das deswegen jetzt und lasse dann auch natürlich gleich hoch. Dann kriegt ihr das am Anschluss natürlich vom letzten Video zum Sehen. Ja. Denn ich muss nachher noch meinen Eixam-Teilehändler anrufen. Ich brauche noch Stifte für die Bremsbeläge und dann geht die Karre in die Werkstatt. So. Gehen wir rein hier, holen wir uns unsere Rewards ab. Es hat doch für Gold 2 gereicht. Wow, man staune. Squad Battles abgeschlossen. 13.000 Münzen, Jumbo Premium Gold Set und ein Premium Gold Spieler Set. Schön. Gut. So, wir haben jetzt auch schon mal 188.776 Coins und vielleicht kriegen wir gleich noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Haben wir was verkauft? Nein, wir haben nichts verkauft. Die drei Sachen sind immer noch da. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir holen unseren Schmutz hier ab, rein ins Jumbo Premium Gold Set, gucken wir, was wir kriegen. Es ist kein Schlitz dabei, schade, aber wir bekommen einen französischen Stürmer, den Herrn Rodelin. Gut. SPC-Futter auf jeden Fall. So, einen Rodelin von der Ligue 1, ein Demirbay von der Bundesliga, ein Andon aus der Premier League, ein Huddlestone aus der EFL Championship, ein Wesley aus der Pro League und ein Van der Lely von der Eredivisie. Und was haben wir denn noch? Wieder einen Haufen Fitness, das wir dann verkaufen können. Wir haben hier einen Abstoß. Gucken wir gleich mal, was der Wert ist. Preisvergleich 450. Oje, 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 450. Machen wir auf 250 für 3 Tage. Weg mit. So. Davrin Jamel können wir abschmeißen. Die Dinger verkaufen sich nämlich nicht. So. Die behalten wir. So, Team Fitness. Wir brauchen ja die Coins und wir haben 2 Teams unten, 2,5. 2,5 ist doch gut. Machen wir den für 2000 rein. Und welch ist? So, die normale Fitness, was ist die denn wert? Preisvergleich. So, 5700. 700 ist gut. Machen wir auf 600 für 3 Tage. Das ist nämlich so auch das Wichtige dabei, um die Coins zu generieren. So. 600. So, was haben wir denn hier noch? Ja, dann den Dio oder wie das sich ausspricht aus der Ligue 1. Gucken wir mal, was der Wert ist. 62 2014. Gefällt mir nicht. Haben wir den für 1000 rein für 3 Tage. Das sind immerhin 1000 Münzen. So, der Rest in Verein. Wunderbar. Und dann das Päckchen, wo auch nichts rauskommt. Wir kennen FIFA. Sag ich doch. So, was kriegen wir denn? Franzos, Torwart. Kostil, 82er, SBC-Futter. SBC-Futter brauchen wir ja. Gut. Einen Kostil aus der Ligue 1.
einen Pereira aus der Premier League, einen Salibor aus der Ligue 1, einen Svitanić aus der Primera Division, einen Strobel aus der Bundesliga, einen Diallo aus der Bundesliga, einen Simeone aus der Calcio A, einen Guilherme aus der La Liga, einen Duenas aus Liga Bangomer in Mexiko, einen Ramos aus der Liga NOS, einen Willis aus der EFL League 2 und einen Piesio aus der Extraklasse. Nichts doppelt, das ist gut. Alles SBC-Material. So. Und wir haben natürlich wieder neue Sachen auf dem Transfermarkt. Wunderbar, dann haben wir das alles wieder. So. Und dann können wir uns überlegen, na, haben wir keine Zeit diese Woche für Squad Battles. Ja. Da ich wahrscheinlich für 3 Tage wegfahre. So, gut. Alles klar, gut. Ja, meine Freunde, dann sind wir da schon wieder durch. Auch wieder 6 Minuten verschenkte Zeit für FIFA. Gut. Ja, meine Freunde, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall, jetzt glänzen wir mit 188.814 Coins. Wir kommen der Million immer näher. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seid in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start, Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand Trinkgeld da lassen möchte, dass ich dann in mein Wägelchen reinstecke, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, es bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer lasst euch nicht ärgern, nicht von dem Wandsmeißen, wenn ihr schlafen geht. Lasst die Hände über der Bette gespielt, nicht an euch selbst rum, lasst euren Partner Partnerin machen, alles andere ist ekelhaft. Ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.